Willkommen zu einem weiteren Puffer Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro. Wir spielen mal wieder mit Skill Drain gegen Galaxy. Und was bitte ist diese Hand? Das ist die größte WTF-Hand, die ich mit dem Deck hier hatte. Okay. Dann würde ich sagen, kriegen wir nächste Runde unser Monster, würde ich sagen. Ja, das war ein bisschen blöd jetzt. Ich hoffe mal, dass er mich jetzt nicht one-hitten wird. Sandmann von K oh, Quark-Mero Deck. Interessant. Ja, ein Fusionsmaterial-Monster, eine Fusion gefällt mir nicht so. Die deaktivieren wir lieber mal. Na super. Ja, na super. Mit Quark-Mero kenne ich mich ehrlich gesagt nicht besonders gut aus, weil ich selbst noch gar nichts damit am Hut hatte bisher. Ja, jetzt aktivieren schnell, damit sich sein Effekt nicht mehr aktiviert, weil er hat noch einen Effekt, was ich. Oh, okay, der Effekt hat sich trotzdem aktiviert. Was? Oh Gott, okay. Das war wieder mal Epic Fail, aber egal. Wir holen uns jetzt nämlich damit den niederträchtigen Cyber-Enddrachen, den, den und den. Dann kriegen wir 100 Pro. Dann sucht ihr eine aus. So, dann machen wir erstmal. Große Auswahl, kann er sehen, was er sich da aussucht? Ja, ich würde sagen, 4000 Direktschaden hört sich doch nicht so schlecht an. Bäm. Ist immer wieder geil, jemandem die Hälfte des Lebenspunkte mit einem Schlag abzuziehen. So. Genau, ziehen darf er nicht. Er hat ja Tollkühne G aktiviert. Dann zeig mir mal, was du drauf hast mit deinen sechs Handkarten da. Okay, das war jetzt nicht so viel wie erwartet. Möchte ich? Nein, eigentlich nicht. Oh, das ist eine schöne Sache. Dann zerstören wir mal seine Verdeckte. Okay, mehr habe ich auch nicht erwartet. Genau, ziehen darf er wieder nicht und er hatte noch fünf Handkarten. Ja, das möchte ich definitiv verhindern, weil das bedeutet, dass er jetzt ohne Deckung ist und ich wieder 4000 Direktschaden machen kann, zum besten Fall. Oder auch nicht, weil er da noch was Spezialbespaut hat. Dann halt nicht. Nein. Ich ziehe nur Müll. Ja gut, dann greifen wir halt nochmal sein Monster an. Tschüss. Okay, dann darf er jetzt wieder ziehen. Ich hoffe nichts zu Gutes. Oh, das sieht zumindest stark aus, verdammt. Oh, ist das eine Fusionskarte? Ich habe Angst. Ich muss nur irgendwie nochmal dazu kommen, direkt anzugreifen. LOL. Hab halt noch mehr Angriff. Holy shit. Wir haben verloren. Er darf zweimal angreifen. Okay, das war sehr, sehr gut auf jeden Fall, aber ich habe gerade überhaupt nicht gecheckt, was er gemacht hat. Was kann denn diese Karte? Ach so, okay.
Okay, das war natürlich cool. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.